Hey, ihr schönen Menschen. Am 18. Mai 1980 hat sich Ian Curtis das Leben genommen. Aufgehängt in seiner eigenen Küche, einen Tag vor dem Start der ersten US-Tour seiner Band Joy Division. Er ist gerade mal 23 Jahre alt geworden. Curtis' Leben war angetrieben von geringem Selbstwert, Drogenmissbrauch, Stimmungsschwankungen, impulsivem Verhalten und emotionaler Instabilität. Einige würden wahrscheinlich sagen, er war wahnsinnig oder verrückt oder ein Psycho. Nicht zuletzt vielleicht auch wegen dem Verhältnis zu seinen Freunden, die nie wirklich ernst genommen haben, dass er idealisierte, vor seinem 30. Lebensjahr zu sterben. Alles auch gut zu sehen in dem Film Control, der die Geschichte seines steigenden Kontrollverlustes gut darstellt. Was ich mich dabei frage ist, hätte er in der heutigen Zeit überlebt? Das sind alles Dinge, die man heutzutage mit Therapie gut in den Griff kriegen kann. Trotzdem leben viele Menschen immer noch wie Ian Curtis. Ich sehe das, ich ziehe solche Menschen förmlich an. Aber wieso eigentlich? Wegen dem Stigma. Viele Leute trauen sich immer noch nicht, über ihre psychischen Erkrankungen zu reden. Die Angst vor Abweisung ist einfach zu groß und das ist unglaublich schädlich. Und bei Menschen ohne Erfahrung mit psychischen Erkrankungen kommt dann oft der Eindruck an, dass Menschen, die wirklich betroffen sind, gar nicht darüber reden werden, was ich einigermaßen nachvollziehen kann, das Stigma aber nur verschärft. Ich verstehe das Problem, psychische Erkrankungen sind etwas Ungreifbares. Wir als Menschen versuchen immer alles zu rationalisieren, logisch zu sehen und uns erklären zu können. Das sind auch die Gründe, aus denen Religionen damals entstanden sind, um sich Dinge zu erklären, die man sich damals einfach nicht erklären konnte. Genauso sind psychische Erkrankungen nicht immer erklärbar. Das bringt uns in eine Scheiße. Situation. Auf der einen Seite haben wir Leute, die nicht darüber reden, weil sie Angst haben, stigmatisiert zu werden. Und auf der anderen Seite finden wir Leute, die stigmatisieren, wenn jemand darüber redet, weil sie den Eindruck gewinnen. Nicht alle wohlgemerkt, aber es gibt wohl für jeden irgendwen, bei dem er das erlebt hat. Ian Curtis hat versucht, das Eis zu brechen, aber wurde dabei nicht ernst genommen. Er wurde sogar dafür ausgelacht, was in der Reaktion zu noch mehr Wut, noch mehr Verzweiflung und noch mehr Kontrollverlust führte. Und niemand hat etwas davon mitbekommen, weil eine kaputte Psyche nicht sichtbar ist. Das ist wie so ein Bandwurm, der dich ja auch nicht von außen auffrisst, sondern von innen. Und deine Psyche bekommen andere Menschen nur mit, wenn du darüber redest. Wenn wir das Stigma brechen wollen, dann müssen wir das Stigma wahrscheinlich erstmal zulassen und dann müssen wir viel darüber reden und zuhören. Ansonsten wird weiter Ignoranz, die Angst davor und die Unsicherheit, sich Hilfe zu holen, im Raum stehen. Wenn das nur das einzige Stigma wäre, das öffentliche Bild in Medien und Gesellschaft ist geprägt von Massenmördern, Unzurechnungsfähigkeit und Menschen, die einfach nicht mehr funktionieren. Wann immer etwas Schreckliches auf der Welt passiert, wird uns das Bild eines psychisch Kranken vorgesetzt. Sei es ein depressiver Pilot, der das Flugzeug zum Absturz bringt, sei es ein soziopathischer Massenmörder oder ein wahnsinniger Präsidentschaftskandidat, dem psychische Erkrankungen attestiert werden. Donald Trump ist nicht psychisch beschädigt. Der Mann war schon immer ein homophober, frauenverachtender Rassist. Das Stigma, etwas verrückt zu sein, hing Ian Curtis auch stark an. Die ganzen Zusammenbrüche und die ganzen Panikattacken und die Blicke darauf. Aber das war okay, er war ja schließlich Künstler, die müssen ja alle ein wenig verrückt sein, oder? Dabei haben psychische Erkrankungen viele Gesichter. Das kann der Feuerwehrmann sein, der dir dein Leben rettet. Das kann die freundliche Kellnerin sein, die manchmal etwas überfordert wirkt. Das kann der Einserschüler sein. Das kann die Lehrerin deiner Kinder sein. Das kann dein Lieblingskomedian sein oder auch die Autorin deines Lieblingsbuchs. Es gibt einfach nicht dieses eine Bild, wie psychische Erkrankungen aussehen. Viele von uns funktionieren übermäßig gut, andere funktionieren etwas schlechter. Und das trotz oder gerade wegen psychischen Erkrankungen. Die meisten dieser Gesichter sehen wir nur einfach nie, weil wir nicht über das Thema reden. Wir versuchen es totzuschweigen und es auszublenden. Was uns aber wirklich Sorge bereiten sollte, sind die Auswirkungen. Die Suizidraten steigen weltweit, seit 2008 auch wieder in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt 800.000 Suizidtote pro Jahr. Das ist einer alle 40 Sekunden. Neben vielen Ländern, in denen hohe Suizidraten auf Armut zurückzuführen sind, finden sich auch Südkorea und Japan in den Spitzenreitern der Länder mit den meisten Suizidfällen. Das sind beides sehr fortschrittliche Länder, die auf noch mehr Fortschritt und Innovation aus sind. Der Leistungsdruck ist da so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Vor allem gilt es dabei als verpönt, Emotionen zu zeigen und erst recht keine Schwäche und schon gar nicht psychische Schäden. Wenn man sich nur mal Aufnahmen aus Tokio anguckt, dann sieht man Menschen da wirklich emotionslos, wie Roboter über die Straße laufen. Man muss einfach funktionieren. Und das können viele Menschen nicht. Ihnen wird ein Umfeld präsentiert, in dem es nicht okay ist, über solche Dinge zu reden und in der Konsequenz sich halt auch keine Hilfe zu holen, weil es als verpönt gilt.
Und deswegen entschließen sich viele davon, jedes Jahr unsere Welt zu verlassen. Und das verdeutlicht das Problem ziemlich gut. Schweigsamkeit und Stigmatisierung schaffen nicht nur ein Problem in der Außenwirkung, sondern auch für einen selbst. Man fühlt sich dann schwach und unwürdig, anstatt sich Hilfe zu suchen. Wie auch Ian Curtis am 18. Mai 1980, als er sich in seiner Küche aufhang, anstatt sich Hilfe zu suchen. Weil er nie ernst genommen wurde und somit auch seine eigenen Probleme verleugnete. Aber kann die Angst vor Stigmatisierung wirklich rechtfertigen, sich ewig zu verstecken und auf seinen inneren Zerfall zu warten? Ich weiß, es ist nicht einfach, mit Stigmatisierung umzugehen und wir müssen schon echt viel aushalten, aber wenn wir nicht darüber reden, dann tut sich da auch nie was. Lasst uns zeigen, was psychische Erkrankungen für uns bedeuten können und den Leuten um uns herum erklären, was es mit uns macht. Lasst uns zeigen, wie unterschiedlich Menschen mit psychischen Erkrankungen aussehen können, dass wir viele Gesichter haben und dass wir nicht alle Soziopathen sind. Lass uns ein Vorbild sein für die, die sich nicht trauen, sich zu öffnen und sich Hilfe zu holen, damit es morgen vielleicht endlich besser aussieht. Und lasst uns unsere Erfahrungen auf Twitter sammeln, all unsere Gesichter und Geschichten unter dem Hashtag #I'mNotAStigma. Wenn du dich nicht in der Lage fühlst, mit Menschen über ihre psychischen Erkrankungen zu reden, dann erwarte ich auch nicht, dass du das jetzt tust. Das ist voll okay. Das Einzige, was ich erwarte, ist, ihre Probleme nicht kleinzureden und auf empathische Weise deutlich zu machen. Es tut mir leid, dass du das erleben musst und ich nehme dich ernst, aber ich glaube, ich bin nicht der richtige Mensch, um darüber zu reden. Und wenn wir mal ehrlich sind, steckt nicht in jedem von uns ein kleines bisschen Ian Curtis? Wenn du nicht weißt, wie du über deine psychischen Erkrankungen reden sollst, dann schau doch mal hier vorbei. Das bezieht sich zwar auf Depressionen, lässt sich aber auf vieles andere übertragen. Ansonsten freue ich mich über jede Form von Support, egal ob durch Likes und Abos oder durch Spenden und Merch. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drauf, dass ich das sagen darf und bis dann. Ah.